Popcorn lecker.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, das war ein sehr tolles Geräusch. Nicht alle haben mitgemacht, das ist ja kein Problem. Ich habe noch nichts geleistet, warum sollte man applaudieren? Aber diese Leute, die jetzt schon applaudiert haben, bitte, wenn sich alle an denen orientieren den ganzen Abend über. Ihr gebt den Takt vor, ihr gebt den Applaus-Takt vor. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen hier im Admiralspalast zu diesem wirklich äußerst besonderen Abend. Mein Name ist David Friedrich, ich bin Moderator und Künstler. Ich bin nicht Teil des Ensembles, ich bin kein Musical-Darsteller. Ich wollte... Aber sie haben mich nicht gelassen. Es ist irgendwie sehr schwer, in diese Szene reinzukommen, wenn man talentfrei ist. Aber ich habe es geschafft, hier vorweg ein paar Worte zu sagen, vor allem, weil ich Kunde bin. Ich bin Kunde und ich bin, das möchte ich fast sagen, Fan des öffentlichen Nahverkehrs. Ich bin ein ja. Genau, wie viele andere hier Anwesende auch, ein Öffis-Ultra. Und ich habe eine Schwäche vor allem für die BVG. Das muss man sagen. Ich bin gar nicht wohnhaft in Berlin, aber sehr viel beruflich hier und deswegen erlebe ich das Ganze ein bisschen anders noch. Und das ist großartig. Während man in anderen Städten irgendwie nur mit gesenktem Blick einen Podcast hörend von A nach B fährt, sitzt man oder steht man in der U8 und es fehlt einfach nur noch das Popcorn und man kann gar nicht glauben, was da alles passiert. Ist doch wirklich so. Es ist einfach nur neben so Real-Life-Telenovelas von Pubertierenden und irgendwelchen Techno-Svens mit tellergroßen Pupillen auf der Suche nach dem nächsten K-Hole. Wenn Sie nicht wissen, was das heißt, K-Hole, dann alles richtig gemacht, machen Sie weiter so. Zwischen diesen Leuten stehe ich dann da, biete einer älteren Dame meinen Sitzplatz an und sie bedankt sich sehr ausführlich und verwickelt mich sofort in ein Gespräch darüber, dass die Kavaliere ja aussterben und früher war sowieso alles besser und romantische Anekdoten von irgendwelchen US-amerikanischen Soldaten nach dem Krieg. Plötzlich werden wir unterbrochen, weil zwei Musiker in die U-Bahn reinkommen und es sind genau die zwei Musiker, die seit 20 Jahren immer nur mit einer Ziehharmonika Hit the Road Jack spielen und zwar nie einer, Sie kennen sie vielleicht, es sind zwei besondere Menschen und sie kennen auch keinen anderen Song oder können oder wollen nicht. Never change a winning team. Es ist großartig. Nebenbei packt irgendein anderer her, der einen Wrack trägt, so einen Klapptisch aus, macht so eine Tischdecke drüber, Porzellan und Silberbesteck und isst zu Abend, während ein anderer zu irgendwelchen New Jazz Music Tönen Gymnastikübungen vortanzt an den Stangen zum Festhalten. Es ist aufregend. Und ein einziges Mal war es sogar so, wahre Geschichte, dass ich in der U2 spätabends einen Mann sah, der am Boden lag. Einfach nur am Boden lag und ich habe noch gezögert. Aber irgendwann bin ich hin und habe ihn gefragt, ob es ihm gut geht und warum er da auf dem Boden liegt. Und der hat sich gar nicht bewegt, sondern meinte nur, ich warte. Und ich meinte so, auf was warten Sie denn? Ich warte den Boden. Und es hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe mir dann den Boden angeguckt und der Boden sah wirklich super aus. Also es hat er wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und genau diese Leute, diese Kuriositäten aus dem Berliner Stadtbild haben wir heute Abend hier auf die Bühne eingeladen, um ein Musical zu machen. Nein, natürlich nicht. Es sind professionelle Menschen. Wer weiß, vielleicht kommen zumindest die zwei Hit-A-Rojack-Spieler. Ich hole jetzt unter großem Applaus die Person auf die Bühne, die Frau, die gemeinsam mit ihrem Team diesen Abend erst möglich gemacht hat. Oder, wenn das Ganze ein absolutes Desaster wird, die Frau, die ihren Kopf hinhalten muss. Unter großem Applaus Christine Wollburg. Wow, wir freuen uns wirklich so sehr, heute gemeinsam mit Ihnen die Uraufführung des BVG-Musicals zu feiern oder wie wir auch sagen, U-Aufführung. Ja, das ist clever. Das ist ein genialer Name, solltet ihr euch patentieren lassen auf jeden Fall. Erste Frage, warum zur Hölle ein Musical? Wer ist auf die Idee gekommen und wie ist das Ganze passiert? Ja, seit dem Song Ist mir egal, ist bekannt. Die BVG liebt Musik fast so sehr wie diese Stadt. Und wir haben schon so einige Ohrwürmer für die Berlinerinnen und Berliner kreiert. Und als dann im Frühjahr diese wirklich ungewöhnliche Idee bei uns auf dem Tisch lag, wie wäre es, wenn wir die Liebe zwischen der BVG und dieser Stadt nochmal auf ein ganz anderes Level heben, sozusagen auf die ganz, ganz große Bühne, da waren wir gar nicht mehr weit davon entfernt und haben gesagt, ja, wir müssen es machen. Das ist sehr schön, sehr kurios und wir sind alle sehr gespannt. Das Ganze ist eine Liebesgeschichte, so viel darf ich vorher sagen. Bietet denn Berlin und die BVG genügend Stoff für so eine richtige Romanze? Auf jeden Fall, weil wir dich lieben.
Okay, mich auch. Also, das war ein auswendig gelernter Satz, das ist ein Slogan und dafür klatschen Sie. Also wir haben ein sehr dankbares Publikum heute. Ihr liebt also alle, mich auch? Wir lieben alle Fahrgäste. Nein, aber im Ernst, wir wollen mit dem Musical gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ein starkes Zeichen für mehr Zusammenhalt, Rücksichtnahme und gegenseitige Wertschätzung setzen, weil der Ton in Berlin ist schon deutlich rauer geworden in den letzten Jahren. Und das Musical ist eine Hommage an diese Stadt und die Menschen, die hier leben, weil in Berlin leben heißt zusammenleben, Rücksicht nehmen, Diversität feiern und vor allem das Gute ineinander sehen. Dafür gibt's Applaus. Zu Recht. Du machst das großartig. Ich sehe gerade im Skript, das ist Wort für Wort genau so aufgeschrieben worden. Und das hat man dir überhaupt nicht angemerkt. Mein Lieblingssatz kommt jetzt, den ich sagen soll. Moderator sagt, und ein Musical ist ja auch ein lebendiger und kultureller Beitrag. Ja, absolut. Aber das müssen wir an der Stelle jetzt schon nochmal sagen, weil wir haben wirklich mit sehr vielen Berliner Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet, um das Ganze hier auf die Beine zu stellen, weil halt ein ganzes Musical mit 9 Originalsongs, Bühnenbild, Kostümen und allem drum und dran ist ja auch nicht das, was wir tagtäglich im Marketing bei der BVG machen. Okay. Ja, überraschend, ja. Und deswegen wollen wir uns natürlich bei den ganzen KünstlerInnen bedanken und aber auch vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, die das hier wirklich möglich gemacht haben mit uns gemeinsam. Und das lesen wir jetzt mal gemeinsam hier vor. Einmal Waldeco und Hai. Einmal die Berliner Zeitung und Tagesspiegel. Natürlich unsere besondere Kreativagentur Jung van Matt in Hamburg. Dann, wir beruhigen uns wieder. Wir sind nicht in Hamburg. Wir bedanken uns insbesondere bei Knalle Popcorn. Dem Malteserchor für ukrainische Geflüchtete. Wir bedanken uns bei Digitalsinn, Not a Machine für Social Media, unsere Kreativagentur GUD Berlin, Nuts Communication und We Love PR. Und natürlich ganz besonders dem Admiralspalast. Vielen, vielen Dank. In diesem Sinne, Vorhang auf. Viel Spaß. Liebe Musical-Gäste, hier spricht die BVG. Das Warten hat ein Ende. Unsere Fahrt in die Tarifzone Liebe beginnt in Kürze. Bitte geht aus der Lichtschranke, macht den Gang frei, nehmt die Füße vom Sitz und dehnt die Handgelenke fürs Mitklatschen. Ach ja, egal wie schön euer Klingelton ist, unsere Songs sind schöner. Schaltet also eure Handys auf Stumm. Fotos und Videos sind erlaubt, aber bitte ohne Ton und ohne Blitz. Der Essensverzehr ist heute ausnahmsweise gestattet, aber nicht Krümel, sonst knallt's, und zwar nicht nur Popcorn. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und jetzt wünscht die BVG eine gute Fahrt in die Tarifzone Liebe. Die Gefühle fahren Straßenbahn. Und ich versorge die Fahrgäste mit Weisheiten. Zum Beispiel Fahrausweisheit Nummer 17. Wer nicht fährt, nimmt das Pferd. Oh, Fahrgäste. Und ich weiß schon, was sie wollen. Sie wollen ankommen, ankommen, ankommen. Einsteigen, losfahren, aussteigen. Möglichst schnell ankommen, ankommen, ankommen. Ah, da sind wir. Mitte. Ganz schön groß, diese Mitte. Und gar nicht richtig mittig. Fahrausweisheit Nummer 56, auch in Außenbezirken kann man die innere Mitte finden. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es hier? Fernsehturm, Brandenburger Tor. Oder hier Spreewald, das größte Gurkenaquarium der Welt. Fahrausweisheit Nummer 48, die Sehenswürdigkeit liegt im Auge des Betrachters. Wer redet denn da?
Na, der Automat hier. Wahnsinn, diese Technologie heutzutage. Hallo, können Sie uns helfen? Ja, was wollen Sie? Was wollen wir? Was wir wollen? Wir wollen ankommen, ankommen, ankommen. Einsteigen, losfahren, aussteigen. Möglichst schnell ankommen, ankommen, ankommen. Na dann, los geht's. Das ist los, die Zeit ist knapp. Wir wollen schnell von A nach B. Da empfehle ich ein AB-Ticket. Wir müssen los, wir sind auf Takt. Damit können Sie 2 Stunden durch die Stadt fahren, aber keine Hin- und Rück- oder Rundfahrten unternehmen. Ach, schade, Heiner, wir dürfen keine Stadtrundfahrt machen. Sie wollen Sightseeing? Ja. Da empfehle ich Ihnen die Buslinie 100, die AIDA des Nahverkehrs. Aber nicht vergessen, dieses Ticket muss entwertet werden. Na, schauen Sie doch einfach online. Und apropos online, kennen Sie schon mein neues Startup? Nein, aber wir suchen eigentlich... Entwerter ist da drüben! Ja, danke schön. Machen Sie mal hinne, Mann. Das ist hier die U7, nicht die U70. Heiner, ich wurde gerade angepöbelt. Toll, das ist die Berliner Schnauze. Aber womit fahren wir denn jetzt? Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Da hätten wir zunächst die U-Bahn. Tach, ich bin Olaf, ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Bin täglich tätig im Berliner Untergrund. Ich flitze meistens unten durch, doch manchmal komm ich lieber an die frische Luft, dann fahr ich einfach um drüber. Ulala, dann gibt es den Bus. Gestatten, Gustav, ich fahr ohne Gleise. Brauch keine Schiene, geh unten ohne auf die Reise. Bring richtig Kraft auf den Asphalt und biete jedem Fahrgast Halt. Ein sanfter Riese, ein Gigant, ich hol euch ab am Straßenrand. Und dann ist da noch die Tram. Wo ist sie? Die Fahrgäste. Tramara! Sie wollen ankommen, ankommen, ankommen. Einsteigen, losfahren, aufsteigen. Wirklich schnell ankommen, ankommen, ankommen. Oh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Oh, sorry. Ach, habe ich Verspätung? Ich wollte einem Fahrgast noch den Weg zeigen. Und dann habe ich noch ganz kurz auf eine Schulklasse gewartet. Und dann war da noch dieser Vater mit dem Kinderwagen. Und Tamara, dafür sind wir nicht zuständig. Keine Zwischenwege, keine Zwischenhalte, keine Umwege, keine Verspätungen. Immer schön im Takt bleiben. Die Stadt ist groß, die Zeit ist knapp. Wir wollen schnell von A nach B. Beachte bloß, dass alles klappt. Veranstaltung für die BVG? Ja! Sie bleibt im Takt, die BVG! Also was jetzt? Bus, U-Bahn oder Tram? Na, alles drei in Kombination! Oh, das ist ja wie im Musical! Faustweisheit Nummer 5, 6, 7, 8! Ich nehme die Bahn. Ich nehme den Bus. Ich nehme die Tram. Ich gehe zu Fuß. Und dann den Bus. Und dann die Tram. Oder die Bahn. Mann, nicht so lahm. Ich nehme die Tram. Die Bahn. Ich nehme den Bus. Hauptsache fahren. Ob Bus, ob Tram, ob Tram, ob Bahn. Hauptsache fahren, Hauptsache ist, wir kommen an. Ankommen, 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 ankommen. Ankommen, ankommen, ankommen. Ankommen, 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 ankommen. Hilde, guck mal, die Spree! Hilde, wo bist du denn? Oh nein, sie hat den Umstieg verpasst. Jetzt ist das nette Paar getrennt. Tja, das macht Berlin mit deiner Beziehung. Ich könnte ihn noch schnell zu ihr bringen. Tramara, denk an den Takt. Heiner? Heiner? Oh, wo bist du? Du bist ja gar nicht im Bus. Wenn ich kurz warte, dann treffe ich Gustav mit ihr an der Kreuzung. Tramara, der Takt! Tramara, pass auf! Oh. Hilde! Heiner! Wir haben uns wieder. Ja!
Boah, seid ihr cringe. Die Stadt ist groß, der Mensch ist klein und Einsamkeit tut ganz schön weh. Hier ist was los, steig einfach ein. Das war ziemlich distanzlos. Fast hätte es zwischen uns gescheppert. Oh, das ist ja gerade noch mal gut gegangen, wa? Entschuldige, Gustav. Vorsicht, eine Durchsage. Oh, Aja. Die Leitstellenleitung. Oh, bitte nicht laut werden, Frau Leitstellenleitung. Es tut mir leid. Ich will das nicht mehr hören, Tramara. Verkehrschaos auf der Invalidenstraße. Warum? Wegen einer eigensinnigen Tram. Am liebsten würde ich dich ausrangieren lassen. Was? Ausrangieren? Das ist mal eine Ansage. Aber du bist viel zu jung für das Abstellgleis. Du hast die besten Kilometer noch vor dir. Deshalb fährst du ab sofort eine einfachere und kürzere Strecke, bis du wieder spurst. Aber was ist mit meinen Stammfahrgästen? Die wird ab jetzt der Bertram fahren. Wenn du artig im Takt bleibst, darfst du wieder andere Strecken bedienen. Bis dahin folge deiner Bestimmung. Bestimmung? Was soll das denn überhaupt heißen? Es geht nicht nur ums Ankommen. Still, Tramara, wir haben Betriebsschluss. Aber merkt ihr denn nicht, dass wir noch viel mehr für die Menschen tun könnten? Wie mehr? Wir bringen sie von einer Haltestelle zur anderen. Das reicht doch. Ja, aber ich will nicht nur reichen. Erreichen ist das Stichwort. Und zwar pünktlich auf die Minute. Das muss reichen. Immer dasselbe Gerede. Aber glaubt ihr denn nicht, dass die Menschen gerne mit uns fahren? Gerne? Die benutzen uns doch nur und wollen dann schnell wieder aussteigen. Und wenn sie dann aussteigen, lassen sie noch ihre Sachen in uns liegen. Wundsachen. Ja, eine Peitsche. Ja. Der Eiffelturm. Ein Gebiss? Und verdrecken tun sie uns. Apropos, du brauchst mal wieder eine Dusche, Kollege. Echt? Ja. Oh, ich wurde doch heute Morgen erst gereinigt. Oh. Danke, Tramara. Bitte. Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Folge deiner Bestimmung. Folge deiner Bestimmung. Folge deiner Oh, ich glaube, das war mein Stichwort. Fahrausweis hat Nummer 44. Träume nicht dein Leben, sondern lebe in der Tram. Ich lebe nicht in der Tram. Man hat mich hier deponiert und man wird mich auch garantiert wieder abholen. Und ich? Ich werde mit Sicherheit noch gebraucht. Berliner Schnauzen gibt sie wie Plastik am Meer. Oh, da ist aber einer schlagfertig. Oh, da ist aber wohl einer ganz schön bissig. Oh, da ist aber einer ganz schön... Oh, mon Dieu! Keine Manieren, typisch Berliner. Ach, wäre ich doch nur in meiner Heimat geblieben. Wo haben sie dich denn her? Du kennst mich nicht? Ich komme aus Paris, der Stadt der Liebe. Ich bin weltberühmt. Na, wohl nicht ganz weltberühmt. Zumindest bei uns nicht. In aller Munde. Seid doch mal still, seid doch mal still. Eine Stadt der Liebe? Gibt es das wirklich? Oui, oui. Du kennst nicht? Noch nie gehört? Nein, erzähl mehr davon. Also, in Paris. Sind alle Menschen so romantisch. Sie schenken einander Blumen und Erzen und sie stehen auf Brücken und küssen sich. Oh. Oh. Wie küssen? Auf den Mund. Natürlich auf den Mund, du Großmaul. Gibt es das ihr nicht? Noch nie erlebt. Küssen? Viel zu intim. Hier finden die Kontakte weiter südlich statt. Wenn du verstehst, was ich meine. Wie unromantisch. Ja, aber es gibt auch Menschen, die anders sind.
Was hast du da? Ein Portemonnaie. Auch liegen gelassen worden, aber aus Versehen. Hey, gib das sofort wieder her. Wie gehört das gib denn? Gib das zurück, das ist nicht lustig. Erreicht! Alexander. Ohlala, sieht gut aus. Der fährt, also fuhr immer mit uns. Ja, von der Starthaltestelle bis zur Endhaltestelle. Und er ist freundlich, aufmerksam, mit einem offenen Blick. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, er weiß ja gar nicht, dass ich jetzt nicht mehr auf seiner Strecke fahre. Er ist doch nur ein Fahrgast. Warum machst du jetzt so ein Drama? Naja, nach all den gemeinsamen Fahrten fühle ich zwischen uns eine Verbindung. Alter, was für eine Verbindung. Na, sie meint wahrscheinlich mit der U2 zum Rosa-Luxemburg-Platz. Aber wahrscheinlich meint sie die U2 zum Alexander-Platz. Nein. Ich meine eine andere Verbindung. Ich glaube, plötzlich wird sie mir klar. Wer meine Bestimmung? Warum folge ich dem Takt? Tue das, was man mir sagt. Folge der immer gleichen Bahn. Diene nur dem großen Plan. Warum halte ich nicht an? Auch wenn ich schon nicht mehr kann. Warum sieht man auch im Dunkeln meine Scheinwerfer noch funkeln? Er steigt ein und ich werd stumm, denn ich weiß plötzlich warum. Weil ich ihn liebe, drum sind die Türen offen für ihn. Weil ich ihn liebe, drum fahr ich gern überall hin. Gleit ich sanft über die Schienen, fühlt sich's an, als ob ich fliege. Ich glaub, ich fahre nur aus einem Grund, weil ich ihn liebe. Oh. Aber wo will sie denn hin? Hey, das ist doch dein Song. Also, ich erinnere mich, dass ich auch mal auf einer Liebesveranstaltung war. Ja, du meinst Fetischparty. Das ist was anderes. Es ist so romantisch. Lasst uns mitsingen. Weisheit Nummer 6. Der frühe Vogel kriegt die Tram. Oh, Mist. Ich habe mein Portemonnaie in der Tram verloren. Oh, ein Fahrgast. Ja. Info. 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 Wo bekomme ich denn mein Portemonnaie wieder? Sie könnten sich beim Kundendienst beschweren. Oh.
Oh. Aber ich will mich doch gar nicht beschweren. Aber das machen doch alle. Ja, ist doch meine eigene Verpeiltheit, dass ich das Teil verloren habe. Ja, wollen Sie sich jetzt nun beschweren oder nicht? Also eigentlich nicht. Aber alle beschweren sich doch über die BVG. Wer? Alle? Na, die alle! Oh. Oh. Zu spät, zu laut, zu fleckig. Zu langsam, zu bunt, zu eckig. Ich hab keine Zeit, es im Detail zu erklären. Deshalb erstmal nur so viel. Ich will mich beschweren. Fährt der Nachbus nicht am Tag? Wer bügelt hier den Sitzbelag? Wo ist der Dönerautomat? Wo der Massageapparat? Warum darf ich nicht in die Tram? Bist du vegan? Nö, da liegt's dran. Ich fand den Krümel in der Ritze. Mein Rudel darf nicht auf die Sitze. Ja. Bitte nicht drängen beim Beschweren. Einer nach dem anderen. Fahrausweisheit Nummer 73. Aus zum Aus der Haut fahren. Braucht man ein Ticket? Das Liniennetzverkehr hier ist total ineffizient und ich weiß, wovon ich rede. Ich netzwerke täglich. Klingt nach super Stoff für einen inspirierenden LinkedIn-Post. Findest du? Na, und was ist dir in diesem Saftladen passiert? Wieso Saftladen? Ich fahr gern Bus und Bahn. Die Öffis bringen uns doch jeden Tag dahin, wo wir hinwollen. Zum Freund, zur Party, zum Job, zum Amt, zum Mami, zum Shop. Ich fahre jeden Tag BVG und tu es gern. Darum frag ich mich, warum soll ich mich beschweren, 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 will ich nicht beschweren. Wenn du dich nicht beschweren willst, was willst du denn dann? Ich hab mein Portemonnaie in der Tram verloren. Ist jetzt insolvent. Es gab einen kleinen Zwischenfall in der Tram und dabei hab ich es wahrscheinlich verloren. Schön, Blöd. Tja. Ja, deshalb beschwere ich mich ja auch nicht. Ich weiß ja genau, wo es liegt. Moment. Ich weiß sogar genau, in welcher Tram es liegt. Es war eine ganz besondere Tram. Vielen Dank. Ich suche mein Portemonnaie selber. Ich brauche keine Hilfe. Ja, Hilfe hat auch keiner angeboten. Warum waren wir nochmal hier? Also ich warte auf diesen verdammten Bus. Bus? Sure. Yeah, ey, die Leute nennen mich Boost und die BVG nervt mich, ganz ehrlich, eure Werbung ist ein Catfish. Ganz Berlin ist auf einem Bad Trip, ich geh Bahn fahren, wieder eine Bad Rap. Ich will, dass Berlin an mir vorbeizieht, nicht in Slow Motion, sondern in High Speed. BVG, vergisst es, ha, ihr habt no game und ihr wisst es. Komm, Meckern, zum Nörgeln, zum Mopsen, zum sich mal so richtig auskotzen. Wir sind Boost, die Zeit ist groß. Angepisst drum, wenn sie so freundlich wären, könnten sie uns jetzt einfach mal richtig zuhören. Was es ist, ist egal, doch wir müssen es klären. Wissen selbst nicht mehr über was, doch wir wollen uns beschweren, 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 beschweren. Wir wollen uns beschweren, 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 beschweren. Wir beschweren uns so gern, beschweren, so gern, beschweren, so gern, beschweren. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen uns beschweren. Wenn man zu spät ist. Man erntet nur Beschwerden. Fahrausweisheit Nummer 103. Wer zu spät kommt, der verpasst die Tram. Ja, aber es gibt auch Fahrgäste, die anders sind. So wie Alex. Er sucht mich sicher, großer Fahrausweiser. Kannst du mir nicht sagen, wo er ist?
Tramara, ich gebe keine Fahrgastinformationen raus. Datenschutz, oberste Fahrausweisheit. Ja, aber wenn er mich, also sein Portemonnaie, sucht, dann ist er verloren. Er weiß doch gar nicht, dass ich jetzt nicht mehr auf seiner Strecke eingesetzt bin. Tja, Fahrausweis Nummer 66, BVG, die härteste Droge der Welt. Ein Zug und du bist weg. Ja, also ich muss ihm eine Nachricht zukommen lassen. Fahrzeuge können nicht mit Menschen sprechen. Ja, aber du könntest ihm doch sicher über deine Anzeigetafel eine Nachricht zukommen lassen. Ich? Ja. Einfach so? Ja. Auf gar keinen Fall. Und bitte, 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 großer Fahrausweiser, bitte. Du bist doch so kreativ und einflussreich und wunderschön und gut aussehen und nett und intelligent. Ja. Na gut. Yes, okay. Schreibe, liebster Alex. Hey, Alex. Yo. Nein. Alex, dein Portemonnaie liegt in der Tram Tramara und die fährt neuerdings am Alexanderplatz. Das sind ein paar Zeichen zu viel. Oh. Dann schreib einfach, Tramara steht auf Alex. Was? Nicht abschicken. Auf dem. Haha, steht auf dem, Alex. Immer noch zu lang. Auf dem? Immer noch zu lang. Okay, dann ersetz einfach steht auf dem mit irgendeinem Zeichen. Was für ein Zeichen? Ha. Puh. Da müssen wir uns wohl was einfallen lassen. Ich finde, wir sollten einfach sowas wie Tramara Herz Alex hinschreiben. Oh, das finde ich gut. Ja? Ja. Super. Na dann, viel Glück. Danke. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ist eure Anzeige kaputt? Nicht mal richtig schreiben können die bei der BVG. Da hat sich bestimmt nur so ein verliebter Teenager ins System gehackt. Tramara, das war ihr Name, genau. Moment, was heißt das? Tramara liebt Alex? Oder nein, ich muss zum Alex, aber schnell. Oh, sorry, falsche Richtung. Ich hätte noch einen Platz frei. Ja. Ach, da ist er. Er hat meine Nachricht bekommen. Da ist sie. Sie hat mein Portemonnaie. Halte Wunsch. Ich halte doch eh. Ich freue mich schon so auf sein schönes Gesicht, wenn er sein Portemonnaie wiederbekommt und mich in meinem neuen Sitzmuster sieht. Okay. Ihren Fahrausweis hätte ich mal gern gesehen. Der liegt in der Tram dort hinten. Also das ist nach, den hat mein Hund gefressen und da hat mein Kind draufgeschissen, das Originellste, was ich heute gehört habe. Nein. Nützt ihn aber trotzdem nicht. Nein. Aussteigen, aber flott. Aber ich wollte... Nicht ganz so flott. Aber ich schwöre, ich kann meine Fahrkarte sogar sehen. Sie waren aber nicht in der Tram, Sie waren im Bus. Ja, auf dem Weg zur Tram. Ja, aber ohne Ticket. Was ist, warum kommt er nicht? Meine Türen sind geöffnet. Tschüss, Tramara. Ich muss wieder. Bitte lassen Sie mich schnell in die Tram einsteigen, dann hole ich auch wieder meine Fahrkarte. Also schnell mal ja nicht. Aber ich wollte... Sie wollen doch bloß in der Tram neue Ticket kaufen. Den Trick kenne ich. Und doch nicht auf dem Handy in der App ein Online-Ticket ziehen. Das habe ich auch schon 1000 Mal gesehen. Losfahren! Es zieht! Los, Tramara! Haben wir dann? 60 Euro? Aber ich wollte doch nur meine Fahrkarte holen. Das sind die Regeln. Kein Ticket, keine Fahrt. Mir reicht's mit den Öffis. Dann fahre ich halt ab jetzt Fahrrad. Und nie wieder Tram. Was sagt er da? Meint er mich? Scheiß BVG. Immer langsam. Scheiß BVG. Aber ich dachte, er wäre extra meinetwegen hergekommen, weil ich mit ihm gesprochen habe. Ich fahr mir hier die Räder stumpf. Gib alles für nach Planankunft. Ich öffne mich für eure Liebe. Doch alles, was ich dafür kriege, sind 1000 Fußtritte ins Herz. Ich fühle nur noch
sorry, aber du willst jetzt nicht ernsthaft Herz auf Schmerz reimen? Doch. Oh. Schmerz. Fühl mich benutzt, beschmutzt und leer. Das Glück ist fern im Nahverkehr. Ich steige aus, ich muss hier raus. Niemand nimmt auf mich hier Rücksicht. Ich steige aus, ich muss hier raus. Drum seht ihr jetzt mein Rücklicht. Ach, leck mich doch am Gaumen. Eine Tram mit Liebeskummer. Ich dachte, es gäbe eine Verbindung. Also ich lieb's ja locker und unverbindlich. Aber doch nicht beim Ticket. Süße, ich glaube, du musst den Traum von deiner Fahrt aus Liebe leider begraben. Hier gibt es keine Liebe. Auch wäre ich doch nur in meiner Heimat geblieben. Rienever Bus. Bus? Hab ich doch gesagt. Oh, ja. Hey, wie heißt noch einmal diese Stadt der Liebe? Paris. Und kannst du mir sagen, wie ich da hinkomme? Oui. Also, ehrlich gesagt, eigentlich habe ich gar nicht so viel Ahnung von Paris. Ich komme eigentlich aus einem Souvenirladen. Egal. Ich weiß jetzt, was ich will. Und was? Ich klink mich aus und fliege. Das Gleis wechseln. Warum? Nein, nein. Die Frage ist nicht warum. Die Frage ist wie rum. Ah. Andersrum nämlich. Ah. Ich will hier raus. Ich will dorthin, wo die Liebe noch etwas zählt. Es reicht. Ich nehme den Fuß vom Gas. Warum noch fahren ohne Spaß? Ihr nehmt einfach keine Rücksicht. Deshalb zeige ich euch mein Rücklicht. Dann fahre ich jetzt halt dahin, wo ich vielleicht geliebter bin. Ich spreng das Netz, lass mich nicht zwingen. Ich werde aus den Gleisen springen. Ich steige aus, ich muss hier raus. Niemand nimmt auf mich hier Rücksicht. Ich steige aus, ich muss hier raus. Drum seht ihr jetzt mein mit dem Anschluss. Tramara wieder. Ist sie zu spät? Sie ist gar nicht mehr da. Aber jedete überhaupt? Einfach so woanders hinfahren? Offenbar. Sollen wir es melden? Dann ist sie geliefert. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Ich bin am Ende. Bin überfordert. Kann nicht mehr liefern, was geordert. SOS, mir auch die Kupplung reif. Ich krieg den Schepp in Stau. Ich hab bestimmt erhöht, dreht sein Nahverkehr im Übergau. Aber das geht doch nicht. Oh, hätten wir Tramara doch bloß ausgebremst. Wenn keiner für die einspringt, dann löst das eh eine Kettenreaktion aus. Hätte, hätte, Öffigette. Das ist nicht witzig. Jetzt endet alles im Chaos. Also ich ende in Köpenick. Ah. Schlussende. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Frag doch den Weisen. Herr Faust, Weise.
Nichts läuft mehr. Die Anschlüsse stimmen auch nicht. Was sollen wir machen? Oh, Jungs, die Stadt versinkt im Chaos. Aber ich bin schon an einer Lösung dran. Bertram fährt jetzt für Tramwayne und Busnelda als Ersatzverkehr für Uschi. Okay. Aber die Verbindungen und der Takt und... Faustweisheit Nummer 34. Ich bin am Ende meiner Weisheit, weil ihr nicht artig auf eurem Gleis seid. Wer hat hier auf Stopp gedrückt? Wer hat die Schuld? Wer hat den Plan? Die Signale spielen verrückt. Egal ob Bus, auf Tram, auf Bahn. Was sagen wir dem Fahrgast? Wir kommen nicht drauf. Moment, ich hab's. Es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Verzögerungen im Betriebsablauf. Was ist lange Lungen? Geht jetzt nicht mehr auf. Verzögerungen im Betriebsablauf. Genialer Satz. So vielschichtig. Kann alles bedeuten. Und jetzt? Ich bin am Ende unserer Fahrt. Können wir noch stehen, können nur noch warten. Mir bei, ich wurde auf falsche Gleis rangiert. Der Vollverkehr betrieben, jede Weiche ist blockiert. Ich schrei noch schnell, bevor ich im Chaos absauf. Es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir haben Verzögerung gerungen, doch jetzt geben wir es auf. Es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Verzögerungen im Betriebsablauf. Die Alten und die Jungen, wir tun sie so auf. Doch jetzt ist Ende Gelände, wir heben die Hände. Treiben als Abschied, bringt nur an die Wände. Sorry! Es gibt Verzögerungen im Betriebsablauf. Zur Arbeit. Ich komme nicht nach Hause. Ich komme nicht zu meinem Klöppelkurs. Ein bisschen Liebe. Was machen wir denn jetzt? Wir sollten uns beschweren. Aber bei wem? Ja, oder wir lassen es halt einfach. Hat ja noch nie was gebracht. Obwohl wir jetzt mal einen richtigen Grund hätten. Okay, Boomer. Vielleicht hätten wir uns vorher nicht ständig beschweren sollen und dafür jetzt einfach... Aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir gehen zu Fuß. Wohin man will, man kommt nicht weg. Die Stadt steht still, kommt nicht vom Fleck. Nur starker Zug. Was fehlt, welches Groß?
Also, Tramara, Psst. Das schuldige Fahrzeug wird außerhalb Berlins gesehen. Das wäre lustig. Das wäre peinlich. Das heißt, die suchen nach Tramara? Psst. Nach dem schuldigen Fahrzeug? Und dann? Schicht im Schacht. Hoffen wir, dass Tramara schneller ist. Psst. Entschuldigung, mein Fahrrad. Das hat einen Platten. Hallo? Hilfe. Berlin. Da ist was los, haben sie gesagt. Das ist the place to be, haben sie gesagt. Weltstadt. Da wirst du deinen Platz finden, haben sie gesagt. Vielleicht die große Liebe. Und jetzt stehe ich zwar an einem Platz, aber ganz allein. Verlassen. Verloren. Verzweifelt. Sie fährt heute nicht mehr, noch nicht einmal Ersatzverkehr. Der Bahnsteig ist wie leer gefegt, weil keine Bahn sich herbewegt. Gestrandet, wo kein Zug erschien, Robinson Crusoe von Berlin. Ein Schicksalsschlag kaum zu ertragen und alle Hoffnung zerschlagen. Ein Klang allein, der mir noch blieb. Die Stadt, die niemals schläft, ist jetzt in eine Schockstarre versetzt. Und ich alleine mittendrin, ich komm nun nirgendwo mehr hin. Nichts bewegt sich mehr um mich, selbst mein Rad lässt mich im Stich. Ratlos hocke ich hier wie ein ausgesetztes Tier. Hat denn niemand mich noch lieb? Macht denn niemand hier noch Piep? Kein Farbetrieb.
Was war das? Was ist das? Ist da jemand? Gilt das mir? Heißt das, das gilt mir oder heißt das, das gilt mir nicht? Heißt jetzt einmal blinken ja oder heißt zweimal blinken ja? Nee, kannst du einmal blinken, wenn du eben mit einmal blinken ja mal... Bist du eine Tram? Bist du die Tram, mit der ich mal gefahren bin? Heißt das jetzt, du bist es oder heißt das, du bist es nicht? Nein, kannst jetzt einmal blinken, wenn du eben mal... Oh, lassen wir das doch mit dem Morse-Alphabet, das kann ich sowieso nicht sonderlich gut. Wow, du kannst ja sprechen. Hä, du doch auch. Ja, aber wie... Man muss einander nur zuhören. Okay, ich höre zu. Was machst du hier? Naja, das ist eine Tramhaltestelle. Ah. Und ich bin eine Tram. Ja, das ist richtig, aber es fährt doch nichts mehr. Wie? Gar nichts mehr? Ja, die ganze Stadt steht still. Was? Die Stadt steht still. Du weißt wahrscheinlich auch nicht, warum, oder? Naja, also, weißt du, um ganz ehrlich zu sein, ich fürchte, das ist meine Schuld. Was? Wieso? Ich bin ausgebüxt. Eine Tram, die ausbüxt? Findest du das etwa lustig? Nein. Ich finde das mutig. Wo wolltest du denn hin? Nach Paris. Ich sah schon alles vor mir. Die Freiheit, das Abenteuer. Den Eiffelturm. Die Metro. Die Seine. Die Metro. Den Louvre. So viel Metro. Und so viel Liebe. Und warum bist du umgekehrt? Naja, weißt du, nach ein paar Kilometern bekam ich so ein ganz merkwürdiges Bahngefühl. Ah. Ja, aha. So als würde irgendetwas fehlen. Ja. Zuerst dachte ich, es ist bestimmt einfach die Oberleitung. Ja. Aber dann habe ich in den Rückspiegel geguckt und dich gesehen. Dich und diese Stadt. Berlin? Die Stadt ohne Liebe? Vielleicht gibt es hier Liebe. Vielleicht müssen wir einfach nur ganz genau hingucken. Berlin, schau einfach nur mal hin, überall ist Liebe drin. Wenn man sie nur sehen will, stehen Gefühle nicht mehr still. Ein Zifferrad ins Liebesglück, ein Zifferrad, einmal hin und nie zurück. War irgendwie verblendet, jetzt will ich, dass die Fahrt nie endet. Denn ich sehe, dass diese Stadt in jeder Ecke Liebe hat. Einzelfahrt ins Liebesglück. Einzelfahrt, einmal hin und nie zurück. Gefühle überfahren mich, ich öffne mich komplett für dich. Berlin, komm, wir sind exklusiv, vereint in Leidenschaftstarif. Ich lass alle Hüllen fallen, gib dir jegliche Tarifinformation. Die Türen schließen automatisch, sie schließen dich ins Herz. Berlin, da wo der U-Bahn-Schacht zum Liebestunnel weht. Einzelfahrt. Weiß ich längst, weil ich dich liebe. Hab einen Schmetterling im Bauch. Und der sagt dir, ich lieb dich auch.
Also, Tamara ist ganz bestimmt nicht schuld, Frau Leitstellenleitung. Sie ist nur für kleine Trams Öl wechseln. Also, ich hab gehört, das liegt an den vereisten Oberleitungen, das Wetter, ja, ja. Sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Nein, das ist wegen der Fahrausweisheit Nummer 54 beim Ego-Trip, kostet die Rückfahrt extra. 54? Ich hab dir gesagt, dass sie damit nicht zufrieden ist. Ja, nur weil du mir nie zuhörst. Ja, natürlich, soll ich dir ein Rechnerheft oder eine Gebrauchsanweisung für deinen Bus besorgen? Ja, laut, ich hab da keinen Bock mehr. Ich hab gar kein Interesse mehr dran. Ich finde das alles einfach viel zu viel mit dir. Wieso? Weil das einfach nicht funktioniert. Ich hab ständig darüber geredet mit dir. Natürlich, nur weil du... Ich bekenne mich schuldig. Tamara! Nicht! Ich übernehme die Verantwortung für den Stillstand der Stadt. Ich bin einfach abgehauen. Einfach so? Ja. Wie dramatisch. Aber jetzt bin ich ja wieder zurück. Ich stelle mich der Leitstellenleitung. Noch dramatischer. Und ich möchte auch noch etwas sagen. Am dramatischsten. Diese Tram ist eine besondere Tram. Sie hat mir mein Portemonnaie wiedergebracht. Und für mich ist sie zur Haltestelle zurückgefahren, weil ich sie verpasst habe. Uns hat sie wieder zusammengeführt, als Hilde sich verfahren hat. Du hast dich verfahren. Ah, ist doch egal. Liebe Frau Leitstellenleitung, der Stillstand die letzten Stunden hat, glaube ich, bei uns allen innerlich etwas ins Rollen gebracht. Ich weiß noch, als ich letztes Jahr das erste Mal in Tramara stieg. Wow! Too much information. Und spürte, wie viel Freude und Lebensenergie hier über diese Schienen rollt. So viele verschiedene Menschen, Farben, Wünsche, Träume, Geschäftigkeit. Oh, apropos Geschäft, möchte wählen mein neues Startup. All das, was Berlin für uns ausmacht, wäre ohne sie nicht dasselbe. Ohne den gelben Faden, der sich mit uns und für uns durch die Stadt zieht. Und dafür sorgt, dass wir nicht nur überall ankommen, sondern wir selber mittendrin sind. Das ist wirklich herzerweichend und so romantisch. Ein Fahrgast, der die Tram liebt und die ihn liebt. Das wäre doch ein schönes Musical. Oh, bitte nicht. Aber was soll ich denn jetzt machen? Das BVG-Chaos ist überall in der Presse. Typisch Berlin, sagen sie. Und ich bin doch schließlich die Leitstellenleitung. Ich muss irgendwas tun. Wie wär's mit einer Freifahrt für alle? Ja. Oh. Als Wiedergutmachen. Bist du jetzt völlig neben der Spur? Das ist viel zu teuer. Oh, wie wär's mit einem Song? Oh. Und aus welchem Grund diesmal? Aus dem Grund, warum wir alle überall hin wollen. Liebe. Weil ich ihn liebe, fahre ich zu meinem Job. Weil ich es liebe, fahre ich zum Klappe-Shop. Weil wir uns lieben, gehen wir auf Urlaubsfahrt. Weil wir euch lieben, fahren wir für euch durch die Stadt. Heute ist die Fahrt unser Ziel. Heute lenkt uns alle ein Gefühl. Tarif ohne Liebe. Tarif ohne Liebe. Heute haben alle freie Fahrt. Und Schmetterlinge im Getriebe. Fahr einfach öfter mit den Öffis. Die Öffis öffnen dir ihr Herz. Ich hab mein Gebiss wieder. Was soll ich damit? Oh, nee, das ist meine. Weil wir uns lieben, fahren wir so schnell wir können. Weil wir uns lieben, kann uns nichts mehr trennen. Weil wir uns lieben, wird die Verbindung gehalten. Diese Liebe wird einfach für immer halten. Heute ist die Fahrt unser Ziel und lenkt uns alle ein. Tarif ohne Liebe, heute haben alle freie Fahrt. Und später
Nummer 999. Alles hat ein Ende. Nur die Tram hat zwei. Tarif zuliebe. Gäste der Tarifzone Liebe, ich hoffe, Sie hatten eine tramhafte Fahrt mit uns. Im Namen der gesamten BVG möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Aber erst noch mal einen ganz, ganz großen Applaus für unsere wahnsinnig tollen Darstellerinnen und Darsteller. Es war wirklich eine einmalige Show. Ich glaube, sowas wird es auch einfach nicht nochmal geben. Es war einfach großartig. Ja, und da das ja da wahnsinnig viele fleißige Hände hier mitgeholfen haben, bitte ich jetzt das ganze Team mal auf die Bühne, weil auch ihr habt natürlich einen riesigen Applaus verdient. Ein paar Namen möchte ich natürlich gerne noch nennen.
Zunächst möchte ich unserer musikalischen Leitung danken, Hauke Wendt und die Komponisten Kolja Busta und Fabian Reifert. Einmal heben. Genau. Unseren wunderbaren Choreografen Jonathan Johr. Unserem so guten Co-Autor Tom von Hasselt. Den fantastischen Bühnenbild- und Kostümdesigner Adam Neh zusammen mit der großartigen Claudia Nietzsche. Großartig. Daniel Dunder von Digitalsinn. Und natürlich auch nochmal ganz besonders unserer tollen Kreativagentur Jungfernmarkt in Hamburg mit Dörte Sprengler-Ahrens, Michael Wilde und Hanna Bröcker. Vielen, vielen Dank für diese vielen schlaflosen Nächte. Und einen muss ich noch auf jeden Fall, weil auch bei mir im Team haben die Leute wirklich viel zu viel gearbeitet, um dieses Großartige auf die Bühne zu bringen, aber es hat, glaube ich, auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an viele Hände, aber ganz besonders Manja Helm und Christina Schwinge. So. Und last but not least natürlich unserem großartigen, einmaligen Regisseur Christoph Drewitz. Herzlichen Dank. Der Jubel ist für euch. Und wer von euch noch nicht gleich nach Hause fahren möchte, sondern noch vielleicht ein Foto mit der Tramara oder mit einigen anderen Darstellerinnen machen möchte, laden wir herzlich ins Foyer ein. Kommt danach gut nach Hause. Wir freuen uns, dass ihr da wart. Vielen, vielen herzlichen Dank. Applaus